das mit Menschen zu arbeiten. Ich habe immer schon gerne als Sprachtherapeutin gearbeitet, zu sehen, dass ich den Patienten da helfen kann, neue Kommunikationswege zu eröffnen und natürlich dieses tolle Team, was wir hier haben. Das Team, was zusammenarbeitet, was koordiniert zusammenarbeitet, ist ein zentraler Punkt für den Erfolg der Reha. Wir tauschen uns permanent aus, es gibt flache Hierarchien. Was es spannend macht, so im Stationsalltag, ist, dass jeden Tag irgendwas anderes ist. Also man kommt auf Arbeit und man weiß nie genau, was einen erwartet. Aber man kennt die Patienten schon länger teilweise und man kann auch genau auf die eingehen und merkt es auch sofort, wenn es denen mal nicht so gut geht. Hier macht man ja auch viel Fortbildung, das ist auch sehr gut. Ich will dann meinen Facharzt in Neurologie machen und sonst mit Forschung und so ist ja auch Asklepios sehr fortgeschritten und auch mit Robotik. Das ist ja auch spannend, was die hier in der Rehabilitation schon machen. Diese Interdisziplinarität, der super Austausch täglich über die Patienten mit der Pflege, mit den anderen Therapeuten, das ist das, warum wir in der Klinik arbeiten als Therapeuten und warum wir uns das hier als Arbeitgeber gesucht haben. Wir sind ein sehr verschweißtes Team. Das heißt, wir kommen auch mehrmals am Tag kurzzeitig zusammen. Zum Beispiel haben wir uns zur Regel gemacht, dass wir zusammen Mittag essen. Man ist direkt im Wald, hat auch frische Luft. Und wenn man im Taunus wandern will, ist es ja einfach Joggingschuhe oder Wanderschuhe an und dann kann man loslaufen. Das ist sehr schön. Jetzt wird ja hier ein Intensiv gebaut und auch so ein Intermediate Care Unit. Und das ist schon ein großer Schritt. Dann braucht man ja Intensivärzte, Intensivpflege auch dazu und dann kriegt man ja viele neue Herausforderungen. Und auch für die Klinik glaube ich, dass es sehr gut ist, weil dann muss man ja auch nicht verlegen, dann kann man ja auch hier direkt behandeln und das große Angebot an sich wird dann noch besser. Mein Vorteil ist, ich sehe nicht jeden Patienten jede Woche. Und deswegen sehe ich auch die Fortschritte von den Patienten. Es kommt so viel Dankbarkeit zurück, das ist für mich ja mein Lohn, mehr oder weniger. Also das ist toll.